Dann sind wir auch schon wieder in Runde 3 bei Extended Allies 1940 mit unseren USA gegen Japan. Und unser Gegner hat sich entschlossen, bei unserem amphibischen Angriff auf Korea hier keinen Kamikaze-Angriff auf unseren Kreuzer durchzuführen. Das ist auch nicht überraschend, denn der ist den U-Booten wahrscheinlich sowieso ziemlich ausgeliefert, da er keinen Zerstörer dabei hat. Das heißt, greifen natürlich die U-Boote nicht an. Und Kamikaze-Angriff gibt es keinen. Damit ist Korea amerikanisch. Wir schauen mal die Philippinen. Zwei Treffer. Japan trifft nicht. Philippinen zurückerobert. Und das Schlachtschiff wäre noch ganz gut, weil wir das auf dem Meeresgrund befördern können. Jawohl. Und das Schlachtschiff trifft auch nicht. Ja, das Thema Würfelglück, wer die vorherigen Videos gesehen hat, also. Wir sind tatsächlich auf der Seite, die sich hier nicht ansatzweise beklagen darf, denn alle wichtigen Schlachten sind eigentlich bis jetzt gut gelaufen. Also das, allein wie viele Flugzeuge die Achse schon verloren hat, in Kämpfen, wo das vielleicht nicht unbedingt sein muss, und jetzt hier auch diese große Seeschlacht in der Seezone 33, ist auch zu unseren Gunsten gelaufen. Ja, viel schöner hätte man sich's nicht malen können, die Sache. So, wir haben jetzt hier. Sind wir hier relativ sicher? Wir haben den Bomber, der in den Karolinen landen kann. So. Wir ziehen hier natürlich unsere Flotte nach. Die ist hier auch sicher. Das sage ich so leicht. Jetzt ist sie sicher. Weil wir hier eben einen Zerstörer dabei haben und somit auch die Flugzeuge gegen angreifende U-Boote verteidigen dürften. Jawohl. Die Einheiten kann ich mal hier in die Mitte platzieren, da sind sie flexibler. So. Und damit sind die USA durch. Wie gesagt, die Idee hinter dem Angriff auf Korea ist, dass Japan das nicht zügig zurück einnehmen kann. Wenn ich zumindest noch dazu komme, nächste Runde eine Fabrik in Korea zu bauen, dann werde ich einfach mal schauen, wie groß der Aufwand ist, den er spendiert, um es zurückzuerobern. Die Landeinheiten sind ja auch außer Reichweite. Leider habe ich hier keine Unterstützung mehr von Russland. Das wäre natürlich ganz toll, wenn ich hier noch russische Infanterie in der Nähe hätte. Da habe ich mich aber eben dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, die brauche ich in Europa und natürlich werden sie dort auch gebraucht. Das kommt ja nicht von ungefähr. Genau, damit ist der amerikanische Zug soweit durch. Die Flotte hier wird durch diesen Zerstörer hier verstärkt. Jawohl. Und wir bauen natürlich fleißig nach an der Westküste. Und mit den Flugzeugen hier wollen wir möglicherweise Korea noch verstärken. Je nachdem, was wie Japan jetzt reagiert. So, wir haben natürlich auch noch Blockadeschaden. Moment, das ist. Ach ja, natürlich. Jetzt verstehe ich es. Die japanischen U-Boote haben jetzt das Einkommen in Korea blockiert. Ja, okay, ich habe es aber auch nicht eingenommen wegen dem Einkommen, muss ich dazu sagen. Deswegen ist es jetzt halb so wild. Das heißt, die drei Ressourcen von Korea bekommen wir tatsächlich nicht. Aber unsere fünf von den Philippinen haben wir bekommen. Und dadurch sind wir jetzt auf 77. Das ist 12 mehr als Japan. Wir wollen ja immer ein bisschen über Japan schwimmen, natürlich. So, China. China hat sechs Ressourcen. Kaufen wir zwei Infanterie. So viel dazu. Dann ist die Frage, was wir hier jetzt dann als weiteres machen. Ja, danach kommt ja schon der Zug von den Briten, den sollten wir hier vielleicht mit einrechnen. Wir sollten natürlich, wenn wir das können, irgendwie unseren Jäger offensiv nutzen. Das machen wir einfach mal hier in Kwai Chau. Und danach müssen wir auch schon das Weite suchen, weil Japan hier zu viel Einheiten hat. Da kann ich jetzt wirklich die Chinesen dann nur noch verheizen und das will ich nicht machen. Schauen wir mal, wie das hier ausgeht.
Treffer. Japan trifft nicht. So, hier kampflos wollen wir Kansu nicht aufgeben. Was mache ich mit meiner Infanterie? Er hat jetzt hier nicht mehr sehr viele Flugzeuge. Ich entscheide mich mal dazu, tatsächlich nach Shenzi zu ziehen. Er hat im letzten Zug darauf verzichtet, China anzugreifen. Deswegen gehe ich davon aus, dass er es wieder tun wird. Ich werde natürlich dieses Feld hier noch blockieren. Und die 10 Infanterie können hier im Norden doch ganz schön aufräumen. Die Frage ist mit dem Jäger, das ist jetzt interessant. Das hängt ein bisschen davon ab, was ich jetzt mit Großbritannien hier mache. Aber da sehe ich auch, ich bin hier relativ stark auf Land. Ich müsste mich eigentlich zurückziehen, damit ich nicht riskiere, einmal die Armee in Burma zu verlieren und auf der anderen Seite die Hauptstadt zu verlieren. Allerdings haben wir 14 Ressourcen. Und damit könnte ich, da Japan keinen Zerstörer hat, hier tatsächlich den Fall der Hauptstadt über die See sichern und könnte hier nochmal mit Bodentruppen nach Burma vorrücken. Schauen, wie sähe das dann aus. Mit 18 Infanterie. Kann das Japan angreifen? Das könnte jetzt knapp werden. Ein Panzer. Glücklicherweise nicht die Infanterie, die hier hätte gebaut werden sollen. Und wir haben hier noch Flugzeuge. Und wir haben hier auch noch Flugzeuge. Das müssen wir theoretisch natürlich alles mitzählen. Eigentlich können die realistisch gar nicht angreifen, weil sie eben die Flotte beschützen müssen, beziehungsweise hier gebraucht werden. Das kann er eigentlich realistisch gar nicht machen. Wir sehen, es wären 56% Angriff mit einem Verlust von 50 Ressourcen im Durchschnitt. Das kann er eigentlich nicht machen. Und den Angriff auf die Hauptstadt kann ich hier über die See blockieren, weil er keinen Zerstörer besitzt. Ja, wie ich das mache, das zeige ich dann gleich mal in meinem britischen Zug. Wir sind ja noch bei den Chinesen. Genau, und da wären wir in Burma sogar noch mit einem zusätzlichen Jäger verstärken. Wer war das? Wobei, naja. Ja, doch, das machen wir. Der ist auch nächste Runde. Nächste Runde muss er möglicherweise dann tatsächlich aus Burma dann raus. Allerdings kann er dann auch hier oben landen, kann von russischen Einheiten beschützt werden. Den landen wir einfach mal. Ja, andererseits, nee. Ja, gut, in Shenzhen können wir nicht landen. Burma. Andere Möglichkeit wäre, Chinesen nach Sikang zurückziehen, in Sikang landen, aber das machen wir nicht. So, Sichuan wird blockiert. Shenzhen bekommt noch einen. Haben wir hier 11 Stück, das ist ganz schön. Und damit sind die Briten an der Reihe. Repair Airfield. Ja, das werden wir machen. Aber auch da sollten wir zuerst wissen, was wir denn kaufen möchten. Jetzt ist hier einiges passiert. Deutschland hat diesen Flughafen gebaut, den ich ja hinterfragt hatte, zumindest in dieser Runde. Oder plant Deutschland damit was, was ich jetzt völlig übersehen habe? Natürlich kann Deutschland hier beliebig bombardieren, auch mit den Bombern, aber eigentlich sind die ja auch dafür da, gegen Russland aktiv zu sein, ja, wahrscheinlich für beides ein bisschen. Ich sehe jetzt hier eigentlich nichts Spannendes. Die Frage ist, können wir eine Flotte bauen? Im letzten Zug hat ja Italien hier dieses Flugfeld bombardiert und damit verhindert, dass die britischen Jäger die Flotte in der 109 verteidigen können. Das war ein einzelnes Transportschiff. Wir werden das Flugfeld auf jeden Fall reparieren. Wenn es Deutschland beschädigt, das macht nichts. Kommt nur darauf an, wenn es Italien beschädigt. Italien hat ja nur diesen strategischen Bomber. Und davon muss ich mich auf meine Flak verlassen. Denn wenn der durchkommt und das Flugfeld bombardieren kann,
dann wird er auf jeden Fall 3 Schaden hinzufügen. Deswegen werde ich jetzt auch nur 3 Schaden reparieren. Das Flugfeld ist funktionsfähig, sobald es weniger als 3 Schaden hat. Wenn mich jetzt hier nicht komplett täusche. Und ja, ob er dann 1 Schaden anrichtet oder 4 oder 5, das ist dann auch egal. Mehr als 6 geht nicht. 2 hat es schon. So, so die Frage, ich würde hier eigentlich ganz gerne mal einen Flugzeugträger bauen. Einfach damit wir hier mal eine Flotte in der Nordsee haben. Die Frage ist, geht es in der Runde schon? Müssen wir einfach mal schauen. Wir hätten hier noch einen Zerstörer, den wir mit reinziehen können. Flugzeugträger. Würde 16 kosten. Wir haben 35. Können wir uns noch ein Flugzeug dazu leisten? Bei 26, da reicht es nicht mehr für weitere Schiffe. Und dann können wir sehr wahrscheinlich auch noch mit 3 Flugzeugen verteidigen. Zumindest mit 2. Und Deutschland könnte mit 5 Bombern angreifen. Wäre 38%. Deutschland würde die Bomber wohl verlieren. Und das glaube ich nicht, dass das Deutschland machen wird. Das ist auch wieder sowas, was sie sich eigentlich im Kampf gegen Russland nicht leisten können. Natürlich will das Einkommen jetzt steigern, aber er hat letzte Runde schon kein Landnachschub gebaut. Russland ist noch viel zu stark. Da da wäre das aus meiner Sicht eine Einladung. Ja, okay, das heißt, wir trauen uns hier diesen Flugzeugträger zu bauen. Wir können auch noch einen zweiten Zerstörer bauen, dann ist es endgültig sicher. Ja, die Alternative ist, wofür geben wir das Geld sonst aus? In Südafrika, denke ich, wenn wir die Runde niemanden bauen. Weil das könnten wir aber auch machen. Doch, das sollten wir vielleicht sogar. Ist die Frage, ob wir diese Runde mit der Flotte hier runterziehen und nächste Runde Truppen hochfahren. Oder ob wir diese Runde die 2 Truppen mit hochnehmen. Ja, ist vielleicht besser. Die Alternative wäre noch eine Fabrik in Persien, das wäre auch möglich. Aber hier läuft es ja eigentlich gar nicht verkehrt. Das ist jetzt nicht unbedingt nötig. Ich werde mich hier auf die Nordsee konzentrieren. Was ich auch in Erwägung ziehen könnte, wäre, ich habe ja schon damit gerechnet, letzte Runde, dass Italien Gibraltar einnimmt. Das haben sie nicht gemacht. Jetzt werden sie es wohl tun. Das könnte ich verhindern, indem ich hier einmal Truppen anlande, Flugzeuge reinziehe und ein Flugfeld drin baue. Damit könnte ich das tatsächlich verhindern. Und würde damit Italien davon abhalten, das Objective zu erfüllen. Das ist auch wirklich kein dummer Zug jetzt an der Stelle. Es droht auch wenig Gefahr. Es droht wenig Gefahr, allerdings sitzt meine Flugzeuge da dann auch relativ fest. Ich gönne einfach Italien den Spaß, Gibraltar einzunehmen. Italien, vor Italien habe ich wenig Angst. Muss ich auch wieder zugeben. Und konzentriere mich mal hier drauf, den Flugzeugträger zu bauen. Gut, Russland wird hier Skandinavien sich holen. Die Briten könnten dann tatsächlich vom Flugzeugträger aus hier operieren. Ja, es ist dann aber auch nur einer. Das ist auch wieder so eine Sache, ob das ausreicht. Ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken, dieses Flugfeld zu bauen. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, okay, es ist natürlich von Deutschland angreifbar. Auch wieder mit Flugzeugen. Großbritannien könnte natürlich 2 Landeinheiten mit reinziehen. 3 Flugzeuge und Deutschland kann mit 5 Flugzeugen angreifen. Das ist ein ähnlicher Kampf wie hier für die Briten, das Deutschland wahrscheinlich auch nicht wirklich machen wollen. Deutschland hätte hier dann freie Bahn beim Bombardieren. Würde sich der Schaden wahrscheinlich auch in Grenzen halten. Ja, es ist aber so eine Sache. Es ist halt auch einfach, die USA haben sich bis aus dem Atlantik komplett rausgehalten.
Das macht die Sache durchaus schwieriger. Es macht es auch schwieriger, hier dieses Flugfeld zu unterhalten. Deswegen, wir kaufen es einfach mal nicht. Wir bleiben bei unserer konservativen Variante mit dem Flugzeugträger. So, das heißt, ein Flugzeugträger, ein Jäger, bleiben 9. Hier entscheide ich mich mal dafür, diese Runde keine Einheiten in Südafrika zu bauen. Andererseits, doch, wir bauen sie diese Runde. Ich bin immer so hin und her gerissen. Wir entscheiden uns für noch einen Zerstörer. Oder wir sparen das Geld auf, können nächste Runde vielleicht ein Flugzeug mehr bauen. Ist ja auch was Feines. Wir können auch einen Transporter bauen. Da ist aber die Wahrscheinlichkeit wieder größer, dass uns abgeschossen wird. Können auch da oben bauen. Wir bauen einfach nochmal einen Zerstörer. Jetzt reicht einer. Hier droht wenig Gefahr von Italien. Da ist tatsächlich nicht die Welt, was da kommt. Und Luftunterstützung ist auch nicht so viel zu erwarten. Aber ich baue jetzt einfach trotzdem zwei Infanterie. Ich baue eine Infanterie und eine Artillerie in Südafrika. Und hebe eben nur drei Ressourcen auf. So, und mit UK Pacific haben wir gesagt, wir wollen einen Angriff auf die Hauptstadt hier verhindern. Wir können mit unseren 14 Ressourcen natürlich jetzt Landeinheiten bauen. Er hat hier aber zwei Transporter in Reichweite, hat alle Flugzeuge in Reichweite, bedroht hier Burma und Indien, natürlich sehr gefährlich. Aber da er keinen Zerstörer hat, werde ich jetzt hier mal Folgendes machen. Ich baue ein U-Boot. Das U-Boot alleine wird noch nicht reichen. Das kann er ignorieren, ähnlich wie ich das hier gemacht habe, sobald er einen Flugzeugträger mitschickt. Allerdings, wenn hier ein Zerstörer noch dabei ist, dann muss er hier die Seeschlacht führen. Und in dem Moment habe ich dann das U-Boot dabei und die Flugzeuge können das U-Boot nicht versenken und die Flugzeugträger haben genauso wie die Transporter einen Angriffswert von 0. Und das U-Boot muss möglicherweise sehr häufig würfeln, wird am Ende aber die Seeschlacht gewinnen, sofern es nicht abtaucht, um das einmal zu verhindern wissen. So. Dann schauen wir uns mal den britischen Combat Move an. Da werden wir natürlich hier uns um diesen Transporter kümmern. Leider der einzige von denen, die wir hier kriegen. Und mehr werden wir hier offensiv gar nicht machen. Wir könnten jetzt hier noch Shan State mit einer Infanterie und einem Flieger angreifen. Das könnten wir eigentlich auch fast riskieren. Wir haben ja jetzt noch einen Jäger mehr defensiv, als wir ursprünglich in der Rechnung hatten. Das heißt, nochmal Japan. 5 und 4. 1-1 und sehr vielen Flugzeugen, was ich ja schon gar nicht als realistisch ansehe. Und genau, 18, wir hätten dann, also so sähe der Kampf aus, wenn ich nicht angreife. So, wenn ich es tue.